Hi, wie rechnet man eigentlich mit Quadratwurzeln? Schauen wir uns mal die Grundrechenarten an. Also Wurzel 2 mal Wurzel 2, das kannst du eigentlich schon. Die Wurzel hast du genauso eingeführt. Wurzel 2 ist die Zahl, die mit sich selbst multipliziert 2 ergibt. Also, dass da 2 rauskommt, ist schon mal völlig klar. Wie ist es jetzt, wenn man zwei unterschiedliche Wurzeln miteinander multipliziert? Dann darf man die tatsächlich zu einer Wurzel zusammenfassen. Das ist also Wurzel 2 mal 3 und damit gleich Wurzel 6. Diese Regel gilt allgemein, also für alle Zahlen unter Wurzeln größer gleich 0 müssen die natürlich immer sein, sonst ist die Wurzel nicht definiert, also der Radikant muss immer eine positive Zahl oder 0 sein. Und dass diese Regel gilt, kann man eigentlich ganz leicht beweisen, wenn man nämlich das hier quadriert und wenn man das hier quadriert, kommt dasselbe raus. Also merkt ihr mal diese erste allgemeine Regel. Gut, was ist mit der Division? Die funktioniert genauso. Das heißt, ich darf diese Regel auch für geteilt verwenden. Das heißt, ich fasse das erstmal zusammen zu Wurzel 10 geteilt durch 2,5. So, das ist aber die Wurzel von 4. Und die Wurzel von 4 ist 2. Gut, kann man das jetzt bei Plus genauso machen? Also kann ich sagen, die Wurzel von 8 plus die Wurzel von 12 ist gleich die Wurzel von 20? Nein, das darf ich nicht und das ist ein ganz beliebter Fehler. Das machen oft sogar noch viele Schüler in der Oberstufe falsch. Darum schreibe ich es einmal dick da unten hin. Diese Regel für Plus und Minus gibt es nicht. Und zwar ist das sowohl bei Plus als auch bei Minus der Fall. Also hier darf ich nicht einfach die Wurzeln zusammenfassen. Bitte merkt ihr das für alle Zeiten. Ich habe mal ein Video zum Thema häufigste Fehler in der Mathematik gemacht. Das hier ist unter den Top 10 gelandet. Kannst du das Video gerne mal anschauen. Ja, was kann man dann machen? Muss ich das so stehen lassen? Nein, da geht noch was. Und das zeige ich dir später, wenn wir nämlich jetzt uns Aufgabe 5 angeschaut haben, können wir langsam mal auf die 4 losgehen. Warum kann ich hier im Vergleich zur Aufgabe 4 zusammenfassen? Weil ich hier gleiche Wurzelterme habe. Also Wurzel 3 kommt sowohl beim Minuend als auch beim Subtrahend vor. Und wenn das so ist, darf ich natürlich die Wurzeln zusammenfassen. Dann lese ich das als 1 mal Wurzel 3 minus 5 mal Wurzel 3. Das wäre also so, als würde da stehen 1 mal a minus 5 mal a. Und dann weißt du, das Ergebnis ist minus 4a. Also in dem Fall minus 4 Wurzel 3. Ja, also bei gleichen Wurzeltermen kann ich addieren und subtrahieren, kann einfach die Wurzelterme dann zusammenfassen. So, und dann komme ich hiermit zur Aufgabe 4 zurück. Ja, ich habe es ein bisschen abgewandelt. Vorhin stand da 12, ich habe 18 draus gemacht, weil sonst würde das, was ich jetzt vorhabe, nicht funktionieren. Also nochmal, ich darf nicht einfach hier das Ganze zu einer Wurzel zusammenfassen, indem ich die Radikanten addiere. Also Wurzel von 26 wäre definitiv falsch. Ja, das hier ist also keine allgemeine Regel, die ich anwenden kann. Aber ich kann Folgendes machen. Ich kann jede einzelne Wurzel kann ich ja teilweise radizieren. Was heißt teilweise radizieren? Also statt Wurzel 8 kann ich ja schreiben Wurzel 4 mal 2. Logisch, 4 mal 2 ist 8. So, jetzt wende ich diese Regel hier an, aber rückwärts, also von rechts nach links. Ja, ich habe im Moment Wurzel a mal b, also Wurzel 4 mal 2. Und daraus mache ich Wurzel 4 mal Wurzel 2. So, und die Wurzel von 4 kann ich ja ausrechnen, das ist nämlich 2. Also habe ich hier 2 mal Wurzel 2 bleibt. Und das Mal zwischen 2 und Wurzel 2 kann man sich auch sparen, muss man nicht hinschreiben. Ja, das nennt man
teilweises Wurzelziehen oder auch teilweises Radizieren. Warum teilweise? Naja, am Anfang stand 8 drunter. Jetzt hat man immer noch eine Wurzel, aber jetzt steht nur noch 2 drunter. Man hat also einen Teil davon, von dem ursprünglichen Radikanten, hat man radiziert. Von daher teilweise radiziert. Das Gleiche kann ich jetzt auch, oder was Ähnliches kann ich für Wurzel 18 machen. Überleg mal, wie du Wurzel 18 teilweise radizieren kannst. Man sieht ja an dem Beispiel, man braucht immer ein Quadrat. Man muss es in ein Produkt von mindestens ein Quadrat zerlegen. Steckt in der 18 eine Quadratzahl? Ja, die 9. Also statt Wurzel 18 kann ich auch Wurzel 9 mal 2 schreiben. So, und jetzt das Gleiche wie oben. Dann habe ich Wurzel 9 mal Wurzel 2. Ja, und Wurzel 9 kann ich radizieren, also die Wurzel ziehen, dann habe ich 3 mal Wurzel 2, also 3 Wurzel 2. So, das heißt, ich habe jede dieser beiden Wurzeln, habe ich jetzt so weit wie möglich vereinfacht durch teilweises Wurzelziehen. Und jetzt sehe ich, aha, die stimmen ja beide hier in Wurzel 2 überein. Und jetzt habe ich so eine Aufgabe wie bei 5. Das heißt, ich schreibe es nochmal hin, ich habe 2 Wurzel 2 plus 3 Wurzel 2. Also stellst dir vor wie 2 Äpfel plus 3 Äpfel, also insgesamt 5 Äpfel, also 5 Wurzel 2. Ja, und genauso kann man es eben auch mit Minus machen, wie in diesem Beispiel gesehen. Also so funktioniert das mit den Grundrechenarten.